circuit, there's always a risk that the wind will blow sand onto the track, creating grip problems for the riders. So, und ich hoffe, das Ganze funktioniert. Willkommen nochmal. Und jetzt geht's direkt nach Qatar an unser erstes Wochenende. Wir werden Quants fahren, Q2 fahren und das Rennen. 50% werden immer so um die 9 Runden sein, glaube ich, habe ich gesehen. Oder maximal 90%, 90%, genau. 9 Runden sein. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Fahrverhalten ist. Ob die Lags und Bugs und so weiter draußen sind und vor allem, ob wir Spaß haben. Das wird nämlich interessant werden. Wir müssen ein großes, wir müssen unser Team, wir müssen mit unserem Team einen Win holen und das wird das Wichtige und das Schwierige heute werden. So, hier sind wir nun in Katar, 48 Grad Strecke, 28 Grad und 0 km/h Luft, ja ist klar, weil es eigentlich ein Abendrennen wird, da wird es auch ein bisschen kühler wahrscheinlich, aber Katar sind wir schon lange nicht mehr gefahren, falls euch wundert, warum das MotoGP 19 heute nicht kommt, schaut da auch gerne in der Bio unten oder oben rechts vorbei, wir haben da auf jeden Fall gestern schon, habe ich da dafür gesorgt, dass wir auch die 19er Moto 2 wenigstens zu Ende fahren. Das Spiel ist mir ein bisschen zu früh rausgekommen. Das ist das Problem. Change Tires. Oh mein Gott, cool. Es gibt jetzt 3 verschiedene Prozente. Wir haben Right Shoulder, Left Shoulder und den mittleren Teil. Also das Treat, die Lauffläche. Das ist, ja, sehr interessant. Und wird natürlich noch uns das Ganze schwieriger machen. Okay, und wir haben auch nicht mehr so viele Reifensets zur Verfügung wie in der Moto 2. Ah, okay. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, also 4 Medium. Okay, 3 Medium und 2 Hard. Das ist sehr cool. Wir werden aber trotzdem so, also nicht Medium, blöd, Soft natürlich. So, es geht direkt auf die Strecke. Ich hoffe, alles funktioniert. Mit unserem Team geht's in die erste Runde hier in Katar auf die, oh mein Gott, die Grafik ist aber sehr gewöhnungsbedürftig. Die Reifen sind echt fin. Also Halleluja, das Motorrad zieht. 6er, oh mein Gott, und sie haben auf der Seite was geändert. Ist da, okay, also, oh mein Gott, es vibriert jetzt, oh mein Gott, Alter, das Handling ist viel anders. So, es geht aus der letzten Kurve raus, ich bin es natürlich ein bisschen gewohnt, natürlich noch, von der Moto 2, weil ja die Reifen ein bisschen dicker sind, aber ja, es kommt schon hin. So, wir haben hier auch, haben wir da unten ein paar Seiten, nein, oder? Ah, okay, fuck, sorry, ich wollte es nicht ändern, es geht los auf unsere Hot Lap in MotoGP, ah, okay. Ich weiß, was das Problem ist. Wir haben leider Selbstbremsen drin. Das müssen wir im nächsten Mal rausnehmen. Oder kann man das hier noch rausnehmen? Nein, oder? Leider nicht. Wir müssen jetzt die eine Runde mit Selbstbremsen fahren. Alter, das Lenken ist so komisch. Das bin ich echt nicht so gewohnt. Also das ist echt ein komplett anderes Handling, wie ich es gewohnt war. Er lenkt hier viel früher ein. Das ist so ungewohnt für mich. Also man hat früher in MotoGP 19 hat er nicht so derbe fest eingelenkt. Das ist komisch, aber da werden wir uns wahrscheinlich schon dran gewöhnen. Im nächsten Rennen oder so. Ja, man darf ja gar nicht so fett einlenken. Und ich hänge aber nicht drauf im Marquez. Das ist so eine leichte Veränderung, das Handling. Aber ich möchte so ein bisschen, ist es auch das heutige Video da, um so ein bisschen so die Difference zwischen MotoGP 19, Alter, Vater. Das muss ich echt nochmal lernen. Zwischen MotoGP 19 und MotoGP 20 herauszufinden. Also lasst, wie gesagt, doch gern kostenloses Abo da. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch unseren Kanal kostenlos abonnieren würdet, falls ihr noch auf dem Kanal seid oder einfach nur so vorbeigeschlittert seid und auch unser Content gefällt. Wir werden auf jeden Fall hier ein bisschen Spaß haben und die nächsten paar Wochen. Ich habe auch geplant, das an einem zweiten Tag in der Woche zu bringen, weil einfach, ja, wie gesagt, ich möchte auch ein bisschen den Vorsprung sehen. Ich möchte, ach du heilige Scheiße. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen den Vorsprung sehen und das ist sehr, sehr cool. Die ganze HUD, was sie da geändert haben, richtig cool. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber macht doch Bock. Es ist halt noch immer noch MotoGP
zack, wunderbar hier durchgekommen. Und wir sind in Katar, da wo auch die WM, die Fußball-WM im 2022 stattfinden wird. Nächstes Jahr dann die EM. Alter, das wird aber ein fußballreiches, ja, Zeit. Fußballreiche Zeit. Und dann ist die nächste EM. Alter, das wird aber sehr knapp, oder? Zack, hier durch. Und ich bin so glücklich, dass wir noch keine Traction Control hatten. Ich weiß nicht, was das unten rechts ist. Ist das. Okay, ich glaube, wir haben sogar Gashilfe drinnen. Zack, runter rauf. Ah, okay, ich glaube, das Rote ist, wenn man schalten muss. Egal, wir werden uns das Ganze mal ansehen. Eine 2.18.9 beenden die Session. Ich hoffe, wir schaffen es ins Q2. Ich bin mir gar nicht sicher. Und wir schaffen es nicht ins Q2, oder? Wo sind wir denn? Okay. Wir sind Letzter. Was? 3 Sekunden Rückstand? Bist du deppert, was? Okay. Wir starten von ganz hinten. Das ist sehr ungewohnt. Alter, was ist das bitte? Wir waren 3 Sekunden langsamer. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Okay, wir werden auf jeden Fall nochmal ein paar Änderungen machen. 48 Grad hat die Strecke. 28. Ja, die Luft und alle anderen Probleme werden wir auf jeden Fall das nächste Mal beheben. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wie was man. Options kann man hier zwar wählen, aber da ist gar nichts von Schwierigkeit und so weiter drin. Also, Rider Aids, doch, da ist es doch. Assets, automatisch Brake geben wir mal off. Joint Brake lassen wir mal an, ich weiß nämlich nicht, was das heißt. Off Track Help lassen wir auch an. Dann lassen wir die Traction Aids, lassen wir auf Ideal. Semi-Automatik, Rewind, auf jeden Fall drin. Electronics Assistant oder Real? Dann lassen wir mal das Assistance und Turn Break, Off Break, ja, das lassen wir mal. Das ist ziemlich cool, wir haben es geschafft. Wir kennen uns. So Leute, es geht nochmal los hier und es geht endlich los, ab ins Rennen. Wir werden uns für eine, ja, Tires, wir werden hinten Medium und vorne Soft nehmen. Also das habe ich mir überlegt. Ich hoffe, das Ganze funktioniert, wenn nicht, dann ist es auch nicht gut. Aber trotzdem, werden wir auch ein bisschen mehr Sprit nehmen. Ich habe nämlich absolut gar keine Ahnung, wie was waren. Engineer Mapping. Fuel. Okay. Das heißt, man kann auch das. Mit dem Motor kann man das steuern. Das ist sehr, sehr interessant. Load Setup, wir haben natürlich Cans oder das ist noch geblockt. Wir werden auf jeden Fall mal auf die Strecke gehen und ich hoffe, wir schaffen das diesmal. Fuel, wie gesagt, wir werden das meiste an Benzin mitnehmen, was geht. Okay, wir nehmen 11 Laps mit. Ich hoffe, bevor der Race start, ja, egal. Wir starten mal rein ins Rennen und wir starten natürlich wieder von ganz, ganz hinten. Das ist, ja, wahrscheinlich klar. Aber, ja, alle anderen haben auch so circa die gleiche Reifenstrategie wie wir. Und ich hoffe, wir können uns da jetzt ein bisschen, ja, einen Vorteil davon schlagen. PBR. Ich denke mal, das ist so ein bisschen der Sprit. Wir werden den auf 1 lassen. Ich hoffe, wir kommen ein bisschen durch. Und unser Start war schon mal halbwegs. Er war besser wie der von den meisten hier hinten. Und ich weiß nicht genau, wo mein Teamkollege fährt. Ob er genau das gleiche. Den gleichen Anzug anhat. Ich hoffe natürlich, wir müssen hier irgendwie. Oh, ich habe gleich dreimal mit berührt. Das ist cool. Wir haben schon mal. Wir haben ein paar Plätze mitgenommen, ein paar Plätze verloren. Und hier bremsen wir richtig viele in die Kurve rein. Hier innen sind auch noch ein paar. Noch einer. Zack. Alter, wenn man die dran fährt, lenken die sofort weg. Wir sind P23. Scheiße. Ja, das ist scheiße. So, ab in die nächste Kurve. Halleluja, schauen wir mal, wie viele wir hier einholen. So, raus hier. Ja. Das ist halt scheiße, Mann. Die überholen uns alle hier. Gut, es geht weiter. Wie gesagt, lasst gerne mal ein kostenloses Abo da. Würde mich wirklich freuen. Und auch ein Däumchen oben, falls das Video gefällt. Wir beurteilen so ein bisschen hier das Spielverhalten. Ich bin mir auch, ja, nicht ganz sicher, wie man das Ganze mit dem Sprit einstellt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich da nur gut dran bin. Mit dem letzten PWR, weil das ist ja das Neue und der Sprit ist auch neu, also denke ich mal. Da hinten hat es, glaube ich, einen erwischt. Ja, aber wir kommen ja gut durch. Ich meine, für die erste Runde ist das
extrem gut, P19. Ja, ich meine, das Ziel ist, wie gesagt, P10 und Garcia jetzt vor uns. Und ich hoffe, das können wir auch irgendwie reichen. Das Handling ist, wie gesagt, das Bremsen an sich ist sehr, sehr schwierig. Das Lenken und auch, ja, das ist ein bisschen ein neues Handling. Und ich werde das auch ein bisschen mal runterdrehen. Ich glaube, man kann es auf 0 drehen, damit der Sprit jetzt nicht so derbe verbraucht. So, wunderbar durchgekommen. Wir sind P18. So, schön rausgekommen. Fünffacher Windschatten. Hier Pavi. Und ich glaube, Lorenzo Della Porta ist nicht mehr hier. Also, der hat es ja in die Moto 2 geschafft. Fuck. Der hat es in die Moto 2 geschafft. Schön für ihn natürlich. Aber wir müssen es da mal wieder hinschaffen. Das ist unser Ziel. Apropos Moto 2. Falls ihr natürlich die MotoGP 19, wie das mit der Moto 2 vermisst, die wird es natürlich jetzt am Samstag immer wieder geben. Wir werden auf jeden Fall mal die Moto 2 zu Ende fahren. Halleluja, sind die schnell auf der Geraden. Und wie, was, wann das Ganze weitergeht, weiß ich nicht. McPhee, das ist, glaube ich, unser Teamkollege, oder? Das ist ja nicht der vor uns, oder? Nein. Ich glaube, irgendwas mit McPhee habe ich gelesen. Ich weiß aber nicht, ob das unser Teamkollege ist. Da bin ich mir absolut nicht sicher. Und er ist auch P10 zugleich. Das ist auch das, was wir werden müssen. Und wir können dann Fähigkeitspunkte freischalten, die wir wiederum einsetzen können. Und ja, das nimmt dann alles so ein bisschen seinen Lauf. So, EB schalten wir auch eins runter und wir haben wieder zwei Plätze verloren. Aber man muss sich da mal... Natürlich haben wir auch nicht das beste Motorrad, wir haben es gesehen. Wir sind auch unser eigener Manager, das ist natürlich auch noch das Schwierige. Huch, ganz schön weit rausgetragen, aber alles okay. So, wir sind 10. Das wäre schon mal unser Ziel. Alles, was wir jetzt noch besser machen, ist natürlich super für die Weltmeisterschaft. Und vor allem auch super für natürlich... fürs Team. Wir werden dann noch mehr Fähigkeitspunkte bekommen. Das gibt eine Strafe. Nein, gibt es keine Strafe. Gott sei Dank. So, verpiss dich mal. So, den haben wir aber jetzt mal im Vorbeigehen geholt. Wunderbar. Außen und Vollgas. Arenas hat gerade, ist gerade von Salac überholt geworden. Überholt geworden, ja. Überholt worden. Wir sehen, das ist hier die letzte... Oh mein Gott, hat er mir gerade den Mittelfinger gezeigt? Ja, hat er dafür eh wieder. Mignon. Kennt ihr noch die Mignon-Schnitten? Also ich bin mir nicht sicher, ob ihr die kennt. Aber das sind so Schokoschnitten. Ähnlich wie die Mandelschnitten. Falls ihr die auch nicht kennt, wo wartet ihr jetzt nachher bitte? Wo wartet ihr jetzt nachher? Nein, aber ja, so ähnlich sind. Gut, aber ich bin so stolz drauf, dass wir in der dritten Runde schon auf P7 sind. Das ist extrem wichtig. Auch für unser Team. Also wir sind auch sozusagen der Manager. Ist auch ein bisschen wie in Formel 1 dieses Jahr. Da werden wir auch ein bisschen die Managerrolle übernehmen. Und das Ding ist halt, wir hängen jetzt ein bisschen fest seit einer Runde. Weil die davor, die drei und dann ist ein Loch und dann sind nochmal zwei. Und die fahren da auch so ein bisschen konstant. Wir hatten da schon 0,8 nur noch und jetzt wieder eine Sekunde. Die fahren echt extrem gut. Das Gute ist halt, wir sind ja auf einem soliden 7. Platz. Das wären, ja, ich glaube, haben die Rechnung der Formel 1? Ich weiß nicht. Also das wären schon schöne Punkte und auf jeden Fall, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall schon Punkte. Aber ich glaube, wir haben uns in den letzten paar Kurven gut verbessert. Ja, und dann in der letzten, immer wieder, ich fühle trotzdem in der letzten. Zack, ab in die letzte Kurve und da könnten wir vieles gut machen, aber auch vieles schlecht machen. Es war mittelmäßig die letzte Kurve. Migno ist noch immer nach vorne und da sind so viele hintereinander mit so einem gleichen Abstand, dass es nicht mehr anders geht. Man kommt einfach nicht dran, das ist nicht normal. Mann, ich will endlich da, aber wir haben schon auf jeden Fall die Lücke zugemacht zu den ganz vor uns fahrenden. Ich glaube, wir können uns jetzt hier endlich mal, Mann, jetzt fahr doch endlich mal. So, ich möchte Migno jetzt mal holen. Migno. So, ist mir egal, wie der heißt. So, zack, er hat viel zu früh gebremst, wir sind viel zu spät irgendwie reingekommen und er holt uns hier wieder rein. So, und jetzt wieder. Mann, fuck you, jetzt endlich mal, ich möchte hier vorbeikommen. Wir müssen endlich auf den richtigen Moment warten.
So, wunderbar, hier innen endlich vorbei. Zack. Ja, und er ist wieder vorbei. Mann, it's fuck you. Bitte, das gibt's doch nicht. Aber jetzt hier innen, glaube ich, er bremst so fucking früh, er will uns vorbeilassen. So. Foggia ist jetzt vor uns mit dem hellblauen Auto. Und ganz vorne, glaube ich, ist Masia. Der ist ja noch übrig geblieben. Der, oh Gott, jetzt liegt es aber ganz schön. Der ist ja noch übrig geblieben vom letzten Jahr. Der war, glaube ich, auch da schon bei den hellblauen. Ist mir ehrlich gesagt egal. Foggia möchte ich noch haben. Und dann wären wir P5. Das ist so mein persönliches Ziel gewesen. P5 wäre auch schön, wenn wir das schaffen würden. Aber Masia, der... wer ist denn das jetzt hinter uns da? Oh mein Gott, der prescht dann richtig wieder an. Das Ding ist halt, die Spitze ist so unfassbar schnell. Ihr könnt, ich gebe eigentlich mein Bestes. Das Ding ist halt, wir haben auch das nicht best upgegradete Auto. Also das Auto ist jetzt, hat jetzt nicht die besten. Es gibt jetzt eine Strafe. Ja, fick dich dran. So, wunderbar. Hier kommen wir normalerweise immer viel zu weit raus. Und die fahren auch immer eine ganz andere Linie, wie die Ideallinie ist. Das ist vielleicht auch da der. Ja. Das Gute ist, wir haben schon einen leichten Vorsprung zu den Hinterfahrern. Foggia, den wir gerade... So, jetzt auch hier eine wunderbar letzte Kurve, aber die sind auf der Geraden so extrem schnell, da kann ich nichts tun, also... Ich weiß auch nicht, wie es mit dem Sprit jetzt aussieht, wir werden da mal wieder auf Null drehen, ich weiß nicht, ob das der Sprit ist. Wir hatten nämlich, vorhin bin ich schon im Rennen gefahren, da bin ich einfach rausgeschieden, weil der Sprit ausgegangen ist und ich einfach nicht weiß, wie... Ja, wir haben die schnellste Rennen und das ist gut. So, Foggia, wunderbar, einfach vorbeigerollt. So, hier, wunderbar, wir sind jetzt endlich P5. Das möchte ich ins Ziel bringen. Sadala, Suzuki. Mann, nein, jetzt verpiss dich doch mal. So, wunderbar rausgekommen und er ist wieder vorbei. Mann, ist der lästig. Bremst 3 Kilometer zu früh. Suzuki und Venati. Und ganz vorne Masia. Also, wir haben die schon mal gespaltet. Jetzt geht's in die letzten, in den Endspurt, möchte ich mal sagen. 4 Runden sind es noch. Wir haben circa die Hälfte vom Rennen gefahren. So, lala. So, Venati hat gerade Suzuki überholt. Und wir könnten auch uns gleich dranhängen, weil er ist jetzt ein bisschen abgefuckt. Suzuki ist abgefuckt, nicht wir. So. Wunderbar heraus aus der Kurve und eine Sekunde fehlen uns auf die 3. Eigentlich auf alle 4, weil wir sind hier ganz, ganz nah dran, das Perfekte zu holen. Die Last to First Challenge im ersten Rennen. Wir fahren auf, ich glaube, 65 oder so fahren wir Schwierigkeit. Ich wollte mal etwas einfacher einsteigen. Habe auch gemerkt im Qualifying, Halleluja, da geht es richtig zur Sache und der überholt uns hier einfach im Vorbeifahren. Das Ding ist halt, ja, wir haben auch noch 2 Runden zu fahren. Wir sind P4, wie es jetzt mal aussieht. Ich habe es auch geschafft, ohne zu übertrieben viel Sprit zu verbrauchen. So, Menati noch, Antonelli noch und dann haben wir noch Marcia. Aber ich glaube, die werden wir alle 3 nicht holen. Einer wäre noch schön, das Podium wäre jetzt wirklich das perfekteste Ziel. Ich meine, perfekt wäre ernst. Aber ich glaube, wenn man von 32 startet, erwartet man sich nicht, dass man Erster wird. Ich auch Marcia an alle 3. Können wir einen nur hier holen? Perfekto. Nein, noch nicht. Venati und Antonelli und den einen holen wir gleich im Pistol. Den anderen und den dritten auch noch in der letzten Kurve oder was? Das ist es. So, wir gehen auf 2 rauf. Wir werden jetzt ein bisschen Sprit verbrennen. Oh mein Gott. Okay, das werden wir nicht. Wir hängen uns im Windschatten dran am Massieren und hoffen, dass wir in der ersten Kurve nicht gefrackt werden. Venati und Massier ist auch hier, wie ich vermutet habe. Schnellste Rennrunde. Bremse ja viel, viel später und ja, verlieren mich trotzdem nichts. So, das Gute ist, wir haben wirklich hier den ersten Platz nochmal übernommen. Sollte, wie gesagt, ihr kennt das Spiel, noch irgendwas passieren bis einfach letzte Runde. Mann, fick dich, wie sowas hier. Ja, einmal darf ich rewinden. Sollte noch irgendwas etwas passieren bis in die letzte Runde rein, melde ich euch das natürlich. Aber jetzt fahren wir mal diese Runde zu Ende und dann sehen wir uns gleich, wenn es in die letzte Runde hoffentlich als Erster geht. Bis gleich. Dich massieren.
So Leute, es geht in die letzte Kurve hier und in die letzte Runde. Und wir haben uns ja schon ein leichtes Pulschen auf Marcia vorbereitet. Und ich habe mich auch hier ein bisschen auf die letzte Runde vorbereitet. Ich habe mir gut 11 Benzin, ich weiß nicht genau was das ist, Milliliter vorbereitet, aufgehoben. Und das für den Endfight und natürlich auch ein bisschen für die letzte Runde. Aber auf jeden Fall für den Endfight, weil ich genau weiß, dass die nochmal zurückkommt. Der wird alle Reserven rausholen, um uns da nochmal gefährlich zu werden. Das Gute ist, wir haben ein leichtes Lückchen, weil in den letzten paar Kurven, diese Vollgaskurven, können wir einfach so gut durch. Also da gibt die KI nicht so viel Gas und das ist auch wichtig, dass wir da uns hier ja so ein bisschen zeigen. Eine Sekunde sind wir vorne, das bedeutet nicht, dass wir jetzt schon gewonnen haben. Ich möchte nur sagen, also wirklich, wir fahren hier 65 und das ist mein erstes richtig, okay, mein zweites. Ich hatte vorhin ein Testrennen, da hatte ich ja mich verspekuliert mit dem Benzin. Ich werde jetzt immer ein bisschen mehr mitnehmen, werden wir am Anfang ein Ticken langsamer sein, aber dann zum Schluss wieder ein bisschen schneller. Und überhaupt beim Aufholen, da braucht man immer so viel Benzin zum Pushen. Wir werden immer das Maximum an Benzin mitnehmen, was geht. Und wie gesagt, das ist noch nicht ausgesprochen. Wir sind nur, okay, sind jetzt 1,1 sogar. Es ist nicht so viel, also ich glaube nicht, dass es 1,1 Sekunden sind. So, wir werden ein bisschen noch raufdrehen, weil wir werden wieder ein bisschen schwerer. So, es geht los. Jetzt kommt's, jetzt geht's ab. Das ist der Schluss, das ist der Endfight. Wir sind in der Final Lap, Leute. Und jetzt wird's extrem spannend, ob wir uns hier nochmal, ja, ob wir Sieger hervorgehen. Aus diesen, ja, crazy stupid Rennen, das ich nicht so erahnt hätte. Aber ich glaube, das geht gut aus. Das könnte sehr gut ausgehen. Da kommen wir viel zu weit raus, aber das interessiert keinen. Wir kommen hier noch einmal diese letzte Scheißkurve und dann kommt dieser Geraden, wo er immer so viel aufholt. Wir haben 9,8 Benzin, das sollte reichen. Die Reifen sind auch extrem gut eigentlich für wir fahren hier bitte in der Wüste. So, jetzt drehen wir nochmal rauf, weil ich bin sehr weit rausgekommen. Und Leute, schaffen wir das? Schaffen wir das? Ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir können das gewinnen. Binder fährt auf 26 herum. Und hier ist die Jacket Flag, Leute. Wir gewinnen den großen Preis von Katar in unserem ersten Moto 3 Rennen. Ich hätte es vorhin nicht für wahr gehabt, aber wow. Unsere Pace ist langsam. Wir waren wirklich im Qualifying, habe ich eine 1,28 gehabt, weil ich das Selbstbremsen draußen hatte. Also ich habe die KI bremsen lassen. Das war ein fataler Fehler, aber wichtig, Leute. Das ist ein wichtiger, wichtiger Win für unser Team Herz Moto 3. Das ist extrem cool. Wir schauen uns mal so ein bisschen das Leaderboard an. Ja, wir sind auf 1 mit 5 Punkten Vorsprung. Also es gibt nur 20 für den Zweiten. Für den Zweiten gibt es 20, okay. Masia und der ist auch richtig hart. Also ich habe es gemerkt. Das werden nicht die einfachsten Rennen. Und im Team sind wir auch auf... Nein, wo sind wir im Team? Wir sind auf 2. 4 Punkte fehlen uns. Ja. Lasst wirklich, wie gern gesagt, ein kostenloses Abo da. Ich werde noch kurz Thumbnails machen und dann geht's zur Siegerehrung. Vielleicht haben sie doch was geändert, das wäre auch cool. So, und hier haben wir nochmal die Siegerehrung. Leute, und hier sind wir nun. Wir haben das Rennen wirklich gewonnen. Von P32. Das ist echt ein extremer Erfolg. Und vielleicht gibt's auch jetzt mal eine Siegerehrung oder so. Aber ich glaube nicht, das ist einfach nicht so vom Milestone das Ding. Also ich war ein bisschen im Raging zwischenzeitlich, wo ich 18. geworden bin oder sogar 32. was wir am Anfang verschwiegen haben. Aber dann, wie ich gesehen habe, wir können hier wirklich gewinnen. Das mit dem Sprit und so weiter, das ist sehr, sehr cool. Wir müssen natürlich noch ein paar Management-Sachen machen. Also das machen wir noch ganz schnell. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen was ins Video reingepackt. Es ist nämlich ein extrem langes Video. Es wird sehr, sehr lang werden. Mindestens 25 bis 30 Minuten wird es dauern. Und ich hoffe, dass sich das ganze Uploading-Zeugs ausgeht. Qualifying 4500, wenn wir das Qualifying ziemlich geschafft haben. Wenn wir dann wiederum Erste geworden sind, gibt es 2,9 drauf. Also sind wir eigentlich im Minus. Ist nicht so gut, aber ich meine, da gibt es wenigstens was. Wir nehmen High wieder. Confirm. So, und das hier Professional. Das Excellent in 11 Weeks. Okay. Das heißt, your personal management. Okay, gut. Wir werden uns da nochmal ein bisschen einen anderen Überblick nächstes Mal werfen. Ich werde mich da ein bisschen informieren. Und dann geht's in
Woche 14, also in 3 Wochen circa nach Silverstone. Für uns wahrscheinlich am Donnerstag dann. Also schaltet auch gerne wieder ein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und lasst auch gerne ein Däumchen oben da, ein kostenloses Abo. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr unseren Kanal supporten würdet. Fertig war's mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ciao.